Für die weitere Rückfahrt nach Hause lassen wir uns viel Zeit und übernachten zunächst auf einem Wanderparkplatz mitten in der Lüneburger Heide. Wir stehen dort sehr ruhig und am nächsten Morgen gibt es natürlich eine Wandertour. Bückeburg mit dem dortigen Schloss, der Stammsitz der Sayn-Wittgensteins, ist unsere nächste Station. Wir übernachten dort auf einem Stellplatz. Bückeburg selbst hat auch sehr, sehr viele schöne Häuser. Zum Stellplatz selbst ist zu sagen, dass er gerade renoviert wurde. Das heißt, die Versorgungs- und Entsorgungseinrichtung wurde komplett neu saniert. Wir verweilen mehrere Tage in der Kurstadt Bad Rothenfelde im Osnabrücker Land und besuchen dort Verwandte. Hier zeigen wir euch die Saline oder auch Gradierwerk aus dem 18. Jahrhundert. Es ist eine riesengroße Saline und man braucht 20 Minuten, bis man drumherum gelaufen ist. Und hier sind wir auch schon auf der Anfahrt zu unserem nächsten Übernachtungsplatz, und zwar im Landschaftspark Duisburg Nord. Eine sehr interessante Gegend. Und während Imke euch gleich den Park nochmal detailliert vorstellt, fliegen wir einfach mal mit der Drohne zu Imkes Worten über den Park. Hallo ihr Lieben, wir stehen hier mitten im Ruhrgebiet im idyllischen Landschaftspark Duisburg Nord. Hinter mir sieht man unseren Karthago. Wir haben hier heute Nacht wirklich ruhig gestanden. Es gab ab und an mal ein paar Jugendliche, die hier hin und her gefahren sind. Das hat uns aber nicht sehr gestört. Also es ist ein wirklich schöner Platz, wenn man mal eine Nacht im Ruhrgebiet übernachten will. Der Stellplatz kostet nichts. Wir stehen hier ein bisschen abseits von dem als Stellplatz ausgewiesenen Fläche. Die ist weiter dort vorne, jetzt hinter mir. Dort gibt es auch eine Fähr- und Entsorgung, wo man die Kassette entleeren kann und dampen kann. Und Strom gibt es hier allerdings nicht. Also ohne Strom muss man hier auskommen. Das hat uns auch jetzt nicht gestört, weil wir unsere Solaranlage auf dem Dach haben. Ja, und es ist eigentlich recht empfehlenswert. Es gibt hier einige Kulturdenkmäler, also ehemalige Industrie, die umgewandelt ist zu Kulturdenkmälern. Viele Brachflächen mit seltenen Pflanzenarten. Man kann ganz toll spazieren gehen oder wandern oder mit dem Fahrrad fahren. Also kann man empfehlen. Ja, ich habe ja eben erzählt, dass man hier auch dampen kann, das heißt Grauwasser ablassen, das geht aber anscheinend nicht. Oder man hat so einen Schlauch und muss den Schlauch dann anschließen und den da entleeren. Aber sowas haben wir nicht. Aber es ist jetzt kein Bodeneinlass, wo man das Grauwasser ablassen könnte. Die Fähr- und Entsorgung, die übliche Sani-Station für Frischwasserentnahme. A 20 Cent 15 Liter, 50 Cent 40 Liter. Und 1,80 Euro Liter. Und dann natürlich auch noch zur Entsorgung von den Kassetten. Kann man jetzt allerdings nicht gleichzeitig machen. Wenn man das Geld einwirft, kann man entweder nur das eine oder das andere machen. Hier Frischwasser entnehmen. Und auf der anderen Seite ist, da geht dann dieses Rolltor auf und man kann die Kassette entleeren. Strom gibt es auch. Ich frage mich allerdings, wer das hier benutzt, den Strom. Gut, zwei Stromanschlüsse. Und läuft das Wasser? Das Wasser läuft. Naja, dann ist ja alles gut für uns. Kann dich aber sehen. Was? Ich sehe dich. Ja, ich dich auch. Ja, und jetzt müssen wir warten, bis dann das Rolltor aufgemacht werden kann. Ja, man kann nicht beides gleichzeitig machen. Also zuerst Wasser. Und dann die Kassette. Gut. So, nachdem unser Auto jetzt wieder mal voll mit Frischwasser ist und alles geleert wurde und die Batterien voll sind, wollen wir mal einen Tag jetzt freistehen. Und zwar, es ist ziemlich heiß geworden, wir wollen irgendwo am Rhein übernachten. Nördlich von Köln, direkt neben einer Fähre, finden wir diese Bootslip-Anlage. Wir stehen etwas schräg, aber für eine Nacht geht es und nachts stehen wir total ruhig und wir werden mit einem Bad im Rhein belohnt. Wir haben einen tollen Tipp von einem WOMO-Bekannten bekommen, mal zum Tagebau nach Hambach zu fahren, und das haben wir dann natürlich auch gleich gemacht und es ist wirklich beeindruckend. Parken kann man auf normalen Parkplätzen. Es gibt da mehrere Aussichtspunkte, die wohl von der RWE da zur Verfügung gestellt wurden. Und es ist ein Riesenloch in der Landschaft, werdet ihr auch gleich sehen. Man kann den Blick schweifen lassen
unendlich fast. Von oben sieht man auch die Bagger, die sehen ganz klein aus, fast wie Spielzeug, sind natürlich aber riesengroß. Auf dem Weg zurück nach Mainz, eins unserer Lieblingsziele, nämlich die Vulkanbrauerei in Mendig. Dort gibt es noch mehr Sachen zu machen, außer lecker essen zu gehen in der Brauerei, nämlich den Lavadom zu besuchen, die alten Lavakeller. Da fährt man runter in die Erde und kann sehen, wie dort Basalt früher abgebaut wurde. Die Brauerei selbst hat auch noch einen Keller, wo sie Bier lagern. Das Bier ist natürlich super lecker. Aus der eigenen Brauerei. Hier sieht man, tiefster Bierkeller der Welt soll das angeblich sein. Und wir haben Schnitzel, Pommes, Salat gegessen. Muss man natürlich in so einer Brauerei. Das gehört sich so. Von der Brauerei geht es an diesem Sportplatz entlang zu Fuß auf den Stellplatz. Fähr- und Entsorgung gibt es dort auch. Die Übernachtung hat 5 Euro gekostet. Zahlen tut man am Parkscheinautomat. Jetzt haben wir es von der Eifel nicht mehr weit bis nach Hause und planen auch schon unsere nächste Reise. Seid mal gespannt, wo es hingeht. Bis dahin sagen Tschüss, die zwei Löfflers.